Ich warte hier einfach mal. Wo bin ich? Ich bin in irgendeinem kleinen Hinterhof gelandet vom Tempel und ich will jetzt doch wissen, ob sie es geschafft haben oder nicht. Sie haben es nicht geschafft. Schade, meine Mönchelein sind tot. Naja, aber was kann man auch erwarten? Das waren ja zwei starke Gegner hier. Und wir stellen fest, die Aha. MP16 ist eine tolle Waffe, aber nicht, wenn man sie im Fluge benutzen möchte. Aha. So, mal gucken, ob der hinten auch noch gute Sachen hat. Und ich glaube, meine Mönchen sind alle tot. Ich werde sie ja nochmal begraben. Ich muss sie eigentlich nochmal begraben, oder? Aha. Oder machen sie das von alleine? Ich weiß es nicht. Oh, ist noch einer. Der ist mitten in der Wand gestorben. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wo die. Der ist ja, hier ist der eine tot, hier ist der andere tot und hier ist der dritte tot. Schade. Aber einen haben sie mitgenommen. Einen haben sie erwischt. Ich hoffe, die Brüder machen mich dafür nicht fertig. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür. So. Also hier hoch erstmal. Ich habe das Gefühl, dass wir schon einiges erreicht haben, aber wir haben immer noch keine einzige Gebetsmühle gefunden, falls euch das aufgefallen ist. Dafür sind wir im Besitz von mehreren netten Schlüsseln gekommen. Ja. So kann es gehen, so kann es gehen, aber das muss ja hier auch noch einen Sinn haben. Hier ist nichts. Hier hätten sie mal eine Gebetsmühle reintun können. Das sind schließlich fünf Stück. Und auch solche komischen Kristalle, die wir hier wahrscheinlich finden. Also auf jeden Fall habe ich schon einen Kristallort, wo wir einen einsetzen müssen, gesehen. Gott, wo geht das denn hier ganz hinaus? Das ist ja unglaublich. Wenn das jetzt schon die dritte Leiter ist, die ich hochklettere. Na gut, aber ich bin dafür aber auch ziemlich tief gegangen und ziemlich tief gefallen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ach, noch eine Leiter. Gar nicht so mitbekommen. Aber da oben wird es wieder helle, also werden wir wahrscheinlich gleich wieder irgendwo rauskommen, was uns hoffentlich hilft. Leute, wir haben irgendwas gefunden. Wir haben unsere erste Gebetsmühle gefunden. Aha. Super, ich bin begeistert. Also, wir haben jetzt eine Gebetsmühle von fünf. Ein Kammerschlüssel und ein Falltürschlüssel. Ach ja, also wieder von. Also jetzt müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurück in den Hauptraum. Ich bin so ein Typ, ich setze ja immer gleich das, was ich habe, ein. Also wir werden gleich die. Ich werde gleich die Gebetsmühle im Hauptraum einmal einsetzen. Och. So. Und einmal hier rum. Aber wir machen Fortschritte. Wir haben die erste Gebetsmühle. Wir haben schon zwei Schlüssel eingesackt. Ist doch toll. So, jetzt müssen wir bloß wieder zum Hauptraum finden. So, hier rum. Hier rum. Und da nicht runter. Gut, also. Ich glaube, in diesem Abschnitt hier haben wir dann auch alles fertig, außer dass da vorne noch Munition liegt, die wir uns holen. Oder nicht holen. Naja, wir können immer Munition gebrauchen. Wir holen sie uns mal. Ich glaube, wenn man das noch nicht gespielt hat oder die noch nicht gefunden hat, dann ist das wieder, glaube ich, ein Punkt, wo man die.
Waffe auch zu der Munition findet. Und immer da, wo es, wenn man die Waffe zur Munition schon gefunden hat, aber es im nächsten Level wieder einen Ort gibt, wo es diese Waffe normalerweise liegt, dann ist da immer an diesem Punkt mehr Munition. Das ist ganz praktisch. Kann man schön beobachten. So. Nee, aber hier ist nur einmal Munition. Von daher denke ich, dass das so okay ist. So, also hier haben wir alles gemacht. Also zurück und wir setzen jetzt einfach mal aus Spaß. Hi. Setzen wir mal die erste Gebetsmühle ein. Vielleicht, man weiß ja mal nie, ob das Einsetzen von der ersten Gebetsmühle noch irgendetwas anderes freischaltet. Wobei ich sie auf dieser Seite einsetze. So, Gebetsmühle. Toll, oder? Zeigt er mir, dass das was mit der Tür zu tun hat. Und wir haben wieder eine weniger. Und zurück. Kammerschlüssel. Ich habe eine Idee, wo der Kammerschlüssel hingehört. Deshalb will ich erst den Kammerschlüssel machen. Bevor wir die Falltüre uns angucken. Hi. Und zwar glaube ich, dass der Kammerschlüssel, dass die. Was? Naja, muss man nicht verstehen, dass es hierhin gehört. Dort drüben. Dass das der Schlüssel zu dem Loch ist. Ja, diese Dinger hier hatte. Ich hatte es auch schon mal in einem Level, dass die hier total verbuggt waren und es gar nicht aufging. So, das müsste der Kammerschlüssel sein. Nein? Stimmt, aber ist es der hier? Nein. No. Okay. Uff. Da habe ich keine Ahnung. Kammerschlüssel. Können wir eigentlich draußen noch was erledigen? Also ich war. Autsch. Wir waren ja draußen noch nicht wirklich. Ja, wenn ich jetzt mit draußen meine, wir haben uns draußen ja nicht wirklich weiter umgesehen gehabt. Deshalb gehe ich jetzt nochmal raus. Weil ich mich daran erinnere, dass man auch draußen noch ziemlich viel finden kann. So, wir gucken uns jetzt nochmal draußen um. Einfach nur, damit wir uns auch draußen noch einmal umgeguckt haben. So, hier auf dieser Seite ist nichts. Da unten? Jetzt auch nicht weiter? Gut. Hier laufen immer noch die gleichen Typen rum. Und hier kamen wir her, oder? Ja. Gut, hier kamen wir her und. War doch noch einen Weg draußen lang, wo man irgendwo lang musste. Naja, okay, dann gehen wir wieder rein und gucken uns als nächstes den Quatsch, den Kammerschlüssel, weiß ich nicht, wo er hingehört. Passiert. Und deshalb gucken wir uns als nächstes den Falltürschlüssel an. Weil den haben wir ja auf jeden Fall. Oh, diese Augen. Ja, genau. Stell dich an, Lehrer. Ach ja, sieh mal wieder, ne? Und los geht's. Ja, das tut mir leid, dass ich das nochmal machen wollte, aber ich erinnere mich daran, dass es hier noch einen kleinen Außenweg gibt. Wir haben ja vorhin diesen Hebel gesehen und ich frage mich halt die ganze Zeit, wo der nochmal war. Aber auf dieser Seite des Arsenals, Areals ist er nicht. Anscheinend nicht so. Ist hier noch was? Nö.
Also auf dieser Seite des Areals ist wohl anscheinend alles in Ordnung. Können wir uns noch die andere Ecke angucken? Wir kamen ja da hinten noch irgendwo raus. Und zwar in die Ecke. Wobei hier natürlich auch noch was ist. Ist das der Kammerschlüssel? Ja. Den hätten sie sich echt sparen können. Aber wenigstens haben wir hier wieder einen Schlüssel drin. Aha. Jetzt bin ich am Überlegen, wo hatten wir noch ein Schlüsselloch? ja, irgendwo hatten wir noch eins. Falltürschlüssel, Dachschlüssel. Dachschlüssel. Wo das? Nee. Okay, ich weiß es gerade nicht, aber falls wir ihn benötigen, haben wir ihn jetzt. Ist auch mal wieder nett. Falls wir ihn brauchen, haben wir ihn jetzt. So, mal gucken. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite desselben Dingses. Okay, hier werden wir wohl nicht weiterkommen. Wieder rein in die Haupthalle und wir gucken uns einfach die Falltüre an. Dachschlüssel. Wir können ja nochmal probieren, ob er da jetzt reinpasst. Man weiß ja nie. Vielleicht ist das hier ja der Dachschlüssel. Vielleicht brauchen wir ihn ja dazu. Ui, das war knapp. Dachschlüssel. Ja! Und das war ja super. Okay, dann gucken wir uns doch, bevor wir in die Falltüre gehen, nochmal das Dach an. Okay, Dach. Ach, ich erinnere mich. Das Dach ist halt ein. Das ist halt hier ein. Seht ihr diesen Gang hier? Mit den Feuerdingern. Da müssen wir durch. Und glaubt mir, es ist nicht einfach. Ich verzweifle hier jedes Mal an diesem Feuerrätsel. Also ich verzweifle hier ja nicht so häufig, weil ich nicht so häufig spiele, aber ich verzweifle doch sehr häufig. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich glaube, es gibt hier auch irgendwo noch zwei Augen, die einen sogar regelrecht verfolgen. Da sind sie. Okay, hier lang. Da, das ist das Problem. Super. Ah. Habt ihr gesehen, die Augen, die einen verfolgen? Es kam jetzt nicht so raus. Ja, und was nun? Klettern wir erstmal hier hoch. Und denken uns, juhu, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Ah, hier müssen wir so ein Teil einsetzen, um das Teil hier zu rauszuholen. Weil Lehrer kann natürlich nicht hier unten durchklettern oder sich hier mal eben durchquetschen. Geht gar nicht. Das geht absolut nicht. Das ist unter ihrer Würde. Sie nimmt lieber einen längeren Weg in Anspruch, um irgendein Ding zu suchen. Ne? So, gucken wir uns mal hier um. Wo kam die denn her? Einer ist schon tot. Komm, eins gegen zwei, das schafft ihr. Doch. Ja, auf meine Mönchsfreunde ist echt Verlass hier in diesen Leveln. Das ist echt toll. So, gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Ich habe keine Ahnung, welcher Schalter was macht. Deshalb drücke ich ihn einfach mal. Okay. Das ist ja schon mal eindeutig. Aber ich gucke mich hier erstmal um, bevor ich mich entscheide, hier irgendwas zu machen oder darunter zu gehen. Nachher gehe ich da runter und habe hier oben irgendwas Wesentliches vergessen. Wie zum Beispiel Munition. Munition darf man einfach nicht vergessen. Wo bin ich jetzt? Ach!